Hey Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zurück bei Vampir. Wir müssen gegen unsere eigene Schwester kämpfen, deswegen würde ich sagen, gebt ihr dem Video einen Daumen nach oben, denn wir haben gar nichts mehr. Wir haben keine Waffenmunition, wir haben keine Sera, wir haben nichts. Wir müssen einfach irgendwie gegen Mary gewinnen jetzt, indem wir einfach sauber spielen. Wir können uns kaum heilen. Da kriegen wir schon den ersten Hit. Macht doch verdammt viel Schaden, die blöde Kuh. Seht ihr, diese Fertigkeiten meine ich. Diese Fertigkeiten meine ich. Einfach asozial. Du bist im Fight und die hat einfach so eine Quick-Fertigkeit, womit die dir Schaden macht. Was soll denn sowas? So, warte mal. Wenn die gleich... Ich werde gleich erst den Priester aussaugen. Jetzt noch nicht. Oh, ausweichen! Alter, diese Fertigkeiten sind so asozial. Ich schwöre. Heilen. So, und jetzt saugen wir mal den Priester aus. So. Ja, ja, komm jetzt. What have you done? Komm schon. Da, die Fertigkeit, die ist übel. Die macht abnormal viel Schaden. So. Setzen wir mal wieder unsere Fünferfertigkeit ein. Nein, meine Schwester will ich nicht verschonen. So, wir heilen uns nochmal. Natürlich trifft sie uns. Warum auch nicht? Natürlich, schon wieder. Klar, ist alles safe. Alter, wie stark ist die denn? Oh Mann. Wir gehen gleich schon wieder drauf. Man hat einfach keine Chance gegen die. Was ist denn das für ein unfairer Kampf? Was ist das für ein unfairer Kampf? Was hat die für Fertigkeiten, Alter? Hä? Was ist das denn? Ohne Witz, du gehst close in den Nahkampf rein und die hat eine Fertigkeit, womit die dir einfach instant Schaden macht. Keine Bewegung, nichts. Du kannst es kaum dodgen, wenn du nicht gerade eher am Dodgen bist. Keine Ahnung, was man hier für ein Movement haben muss. Dieser Fergal Bunchar, den wir da vor kurzem bekämpft und besiegt haben, das war ein ganz anderes Kaliber. Ja, ja, Hilfe bitte. Bla, bla. So, come on. Come on. Seht ihr? So, fertig. Was ist das? Ey, man kann es nicht ausweichen. Come to me, Jonathan. Alter, wieso kriege ich denn Schaden hier drinne? Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Ja, komm, töte mich. What the fuck, Alter? Okay, Freunde, wir haben sie. Oh mein Gott, wir haben sie. Alter, war das... Ich habe echt lang gebraucht. Oh, Mary. Well, brother. It's time to bring this conversation to an end. Ja? Ach ja. You know, I will not play this game. Calm now, Doctor.
like a rabid dog? Or think you're performing an autopsy? Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Jetzt hat er seine Schwester nochmal umgebracht. Ja, voll nice. Hier steht, und jetzt? Ach, muss ich laufen? Aber wohin? Wo bringen wir die jetzt hin? Wieder ins Grab? Wenigstens ist der Mutter nichts passiert. Ich schätze mal, wir legen die jetzt wieder ins Grab. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Wo sie rausgekommen ist, geht sie jetzt wieder rein. Na los. Einige Nächte später. Einige Nächte. Was hat er denn gemacht? Braucht er so lange, um Loch zu graben? Kerle Kiste. Aber das wäre echt ein übler Kampf, Freunde. Ich habe, glaube ich, gut, ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber es waren auf jeden Fall jenseits der 10 Versuche, die ich gerade nochmal gebraucht habe, bis Mary wirklich das Zeitliche gesegnet hat. Kein einfacher Kampf, wenn man weder Heilmittel noch sonst irgendwas hat. War schon übel. Aber wir haben es hinbekommen. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Ja? Verstecken die sich in unserem Blut, die Antworten? Na hoffentlich, ne? Kapitel 4. Im Fieberwahn. Finde den Ursprung der Epidemie im West End. Lady Ashburys Einladung, mein lieber Dr. Reed. Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bald, denn ich muss schnellstmöglich mit Ihnen sprechen. Die Lage im West End entwickelt sich äußerst schnell und ich bin überzeugt, dass wir alle in großer Gefahr schweben. Die Wache von Preven hat eine große Jagd in London begonnen und seit einigen Nächten suchen und töten ihre Angehörigen aktiv alle Echon, die sie aufspüren können. Lord Redgrave, der Vorsitzende des Ascalon Clubs, hat mich vor kurzem kontaktiert. Er will Sie umgehend treffen. Sie können nachts jederzeit zu meinem Haus kommen, wenn es Ihnen passt. Wir müssen über all diese Dinge sprechen. Diesem Brief liegt ein offizieller Passierschein bei, mit dem Sie jede Straßensperre und jeden Quarantänekontrollpunkt in der Stadt passieren können. In Freundschaft, Lady Ashbury. Okay. Okay. Wir sind jetzt also diesem ganzen... dieser ganzen Seuche hier quasi auf der Spur... und wollen rausfinden, wer zur Hölle hier daran schuld ist, dass alle zu Skulls und Vampiren werden. Das müssen wir rausfinden. So, Moment, habe ich vielleicht noch irgendwas bekommen, um hier jetzt... Warte, das können wir zerlegen.
Habe ich noch irgendwas bekommen, um mir vielleicht Sachen zu verbessern? Keine Bleiplatte? Vielleicht hier Teil eines krassen Griffes? Nein? Okay, Teil eines krassen Griffes. Okay, wir machen mal eben den Level up. Wir haben ja wieder 4265 tolle, nice Erfahrungspunkte. Aber wo rein investieren wir die? Diese Schattennebelfertigkeit ist ja auch relativ effektiv, muss ich sagen. Obwohl ich jetzt eigentlich ganz gerne mich hier bei Clown für eine Seite entscheiden würde. Das Problem ist, ich frage mich, wir kriegen hier 2 Blutausbeute. Hier kriegen wir 5 Schock. Mit jedem Treffer Blut nehmen? Oder das hier? Aber hiermit kostet es erstens mehr, die Abklingzeit ist höher. Aber hiermit machen wir auch nicht wirklich viel mehr Schaden. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr jetzt, ne? Aber die Abklingzeit ist auch sehr viel niedriger. Hier hinten machen wir 720 Schaden, hier machen wir hinten nur 450 Schaden, aber 0,5er Abklingzeit. Hier ist die Abklingzeit immer noch 2. Wir nehmen das hier oben. Dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen Blut immer dazu. Und wir sind direkt Level 13, davon mal abgesehen auch. Okay, dann erhöhen wir mal noch das Level von unserem Biss, wenn wir den Gegner im Nahkampf aussaugen. Und erhöhen auch nochmal das Level der Heilung, die wir kriegen, wenn wir den Gegner im Nahkampf aussaugen. So, damit sind wir dann nun auch Level 19. Und das ist ja auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. So, jetzt endet wieder diese Nacht. So, selbst beim Krankenhaus ist der Zustand mittlerweile bedenklich. Okay. Deine Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Ja. Selbst hier im Pembroke Hospital ist der Zustand mittlerweile bedenklich. So, Schrotpatrone auffüllen. Das auffüllen. Okay. Begib dich zu Lady Ashburys Anwesen. Wie weit ist das und in welche Richtung? Okay, wir gehen am besten hier entlang. Okay, gehen wir mal in die Richtung von Lady Ashburys Anwesen. Okay, ey. Ah, ich hab jetzt keinen Bock hier mit irgendwem zu reden. Aber ich find's krass, ey. Wir mussten unsere eigene Schwester nochmal töten. Jetzt als Vampir. Mussten wir erneut gegen sie kämpfen. Not so nice auf jeden Fall. Not so nice, okay. Alter, guck mal jetzt. Alter, jetzt können die dagegen so einen Werwolf kämpfen. Ja, volles Rohr, Alter. Okay, komm. Wir helfen mal unseren Kreaturen der Nacht. So, zack. Okay, warte mal. Wir setzen mal unsere Ulti ein. Komm. Let's go. Oh, der ist tot. Und das Vieh auch. Nice. Okay. Okay. Alter, jetzt sind hier Werwölfe unterwegs. Oder was auch immer das für Viecher sind. Es sind ziemlich sicher Werwölfe. Es sieht aus wie Werwölfe. Und hier geht einfach richtig die Scheiße ab. Leute sterben. Oder sind schon tot. Guck mal, er kriegt von dem Skull richtig auf die Fresse. Aber Hauptsache, die Leute, die sind jetzt auch schon Level 24, ne? Zieh dir das mal rein, ey. Na komm, schieß. Zack, 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 zack. Ende. Schluss aus, vorbei. Ich würde gerne ein bisschen mehr Schaden mit meiner Waffe machen. Ich will unbedingt meine Waffe nochmal verbessern, eigentlich. Kriegt man hier auch immer Sachen, wenn man hier reinschnitzelt? Ja, ne? Cool. Vielleicht auch Bleiplatten? Man weiß es nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, jetzt sind hier drüben auch Gegner. Nein, ich kann mich nicht umdrehen. Ich muss hier lang. Na komm schon. Ich brauche ein bisschen mehr Blut. Eigentlich. Ah, warte, ich habe doch so ein Blutserum. Ah, das habe ich nicht in meiner Leiste drin. Ja, schlau. Komm, wir bringen jetzt erstmal den Großen hier um. Weil wir es können. Zack! Und jetzt seid ihr dran. Mach's gut. Tschüss.
So. Okay, alles gar nicht mal so schwache Gegner. Die können uns quasi alle gefährlich werden. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht gut ist. So, wo ist denn das Anwesen? Alter, was gehe ich denn für einen komischen Weg? Ich wollte doch hier lang und dann eigentlich über die Brücke. Ah, ich habe die falsche Brücke genommen. Na, smart. Sehr smart. Egal, wir kommen auch von hier lang hin, glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Müsste aber funktionieren. Jetzt sind wir hier natürlich am Dock. Ich muss irgendwie da rüber. Muss ich jetzt zurücklaufen bis zu der Brücke? Ach nö. Kann ich von hier einfach rüberspringen? Ja, kann ich. Hallo, hinter euch ist ein Skull. Wollt ihr nicht mal gegen den Skull da kämpfen? Jungs. Da ist ein Skull direkt hinter denen. Juckt keine Sau. Oh, wir haben Teil eines guten Griffs plus 3 gekriegt. Ah, lol, ich habe keine Waffen, obwohl ich auf Auffüllen gedrückt habe. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ich habe ihm extra auf Auffüllen gedrückt. Was macht er denn da? Hau ab! Na komm. Freunde, Freunde, Freunde. Wir brauchen mehr Blut, wir brauchen mehr Schaden. Dringend. Ich muss die Blutleiste mal erweitern. Wenigstens sind wir wieder auf der richtigen Kanalseite. Ich laufe mal weiter in Richtung Lady Ashbury. Bin ich denn jetzt richtig? Jetzt gehe ich quasi den ganzen Weg zurück, Freunde. Und gehe jetzt doch gleich über die Brücke hier oben. Das ist doch dumm. Und jetzt bin ich in die Kanalisation gegangen. Aus Versehen. Oh je. Das ist doch alles kein Zustand so. Das ist doch alles kein Zustand. Warum sind die Ladescreens eigentlich so lange in letzter Zeit? Das ist echt merkwürdig. Okay, dann gehen wir jetzt mal über die Brücke hier oben, Leute. Da, wo ich eigentlich eben auch rübergehen wollte. Und jetzt... Oh, wir kriegen wieder Besuch. Na, ganz große Klasse. Hi, wer bist du denn? You must prepare, child. For the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Die hungrige Königin. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence. Okay, ja. Wir sagen ihm einfach, er soll schweigen, alles klar. Tired of all these puppet shows. Ich frage mich immer noch, wer das ist. Es sieht ja aus wie, keine Ahnung, irgend so ein übel krasser Typ. Vampir, Ältester, Pipapo, was weiß ich, was auch immer. Ich würde jetzt gerade sagen, Freunde, ne, da wir jetzt ja eh aus Versehen... Was heißt aus Versehen? Ich muss jetzt wieder bis hier hinten hin zurück. Bis hier hinten hin zurück, weil ich halt dumm bin und einen Umweg gelaufen bin. Einfach, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Gehen wir jetzt gerade nochmal ins Krankenhaus, weil ich habe ja 3 gute Griffe bekommen. Und dann werde ich jetzt mein Schwert nochmal verbessern. Ne? Dann können wir auf jeden Fall das Schwert nochmal aufleveln. Auf die nächste Stufe. Und dann ist auf jeden Fall richtig Holland in Not. Das kann ich euch versprechen. So, springen wir da hoch. Come on. So, an unsere Werkbank dran. So, und dann machen wir das mal. So, jetzt können wir das nämlich... Ach, nein. Nee, warte mal. Ich kann... Die Waffe kann ich verbessern. Nee, warte. Teil eines guten... Ah, ich kann gar nichts verbessern. Ach, nee, ich brauche ja Bleiplatte, nicht den Griff. Hier unten habe ich dann schon Teil eines guten Griffs. Von Stufe 4 auf Stufe 5. Ah, mir fehlt noch eine Bleiplatte immer noch. Und ich kann noch nichts auseinanderbauen. Man kann auch leider diese Waffen nicht auseinanderbauen, ne?
Das wäre praktisch, wenn man das könnte. Ah. Ach, guck mal, diese Stachelkeule, die könnte ich verbessern. Bis hoch auf Stufe 4. Tja. Freunde. Gut, wir können nichts mehr verbessern. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Juba verabschiedet sich. Und dann gucken wir mal demnächst weiter. Ja, mach's gut. Und bis dahin.